Schauen wir uns Next-Gen-Projekte in Jira Cloud an. In Jira Cloud gibt es zwei Arten von Projekten, klassisch und Next-Gen. Klassische Projekte kennen Sie bereits aus Jira Server und sind der Standard in Jira Cloud. Next-Gen-Projekte ähneln den klassischen Projekten, sind aber einfacher anzulegen, zu konfigurieren und bieten optimierte Features. Next-Gen-Projekte sind nur verfügbar, wenn Ihr Jira-Administrator sie für Ihre Jira-Cloud-Seite aktiviert hat. Wenn Ihr Administrator Next-Gen-Projekte aktiviert hat, kann standardmäßig jedes Teammitglied eins erstellen. Das ermöglicht es Teams, ohne die Hilfe von einem Jira-Admin Projekte basierend auf ihren individuellen Anforderungen zu erstellen und zu konfigurieren. Next-Gen-Projekte können im Create-Projekt-Menü erstellt werden. Beim Betrachten einer Liste von Jira-Projekten zeigt die Type-Spalte, ob es sich um ein klassisches oder ein Next-Gen-Projekt handelt. Wenn Sie innerhalb eines Projekts arbeiten, steht der Projekttyp unter dessen Namen. Sind Sie der Ersteller des Projekts oder ein Projektadministrator, können Sie in den Projekteinstellungen das Projekt konfigurieren. Next-Gen-Projekte bieten ein neues, optimiertes Konfigurationsmodell, das die Anpassung des Projekts an die Bedürfnisse des Teams vereinfacht. Next-Gen-Projekte haben ein vereinfachtes Berichtigungsmodell mit Basisoptionen, um Projektzugriffe zu verteilen. Aufgabentypen können einfach konfiguriert werden, indem Sie diese auswählen. Felder können per Drag-and-Drop angeordnet werden. Alles an einer einzigen Stelle. Sogar individuelle Felder lassen sich hinzufügen. Spezifische Projektfunktionen wie die Roadmap, das Backlog und Reports lassen sich mit einem Schalter aktivieren. Die Konfiguration von Next-Gen-Projekten wirkt sich nur auf ein einzelnes Projekt aus, ohne dass andere Projekte davon betroffen sind. Das erlaubt Teams, Projekte ohne einen Jira-Admin zu verwalten und gleichzeitig globale Konfigurationen nicht zu verletzen.